anders. Ich nehme mich. Ich bin deine Regenbogenüberraschung. Voila. Juhu. Sam ist sehr inspiriert von Rainbow Surprise bei Poopsie. Lasst uns auch inspirieren und einen Schleim so zum Glitzern bringen. Und den Schleim dann in Mode verwandeln. In eine Jacke, einen Rock und ein paar Schuhe. Und das Wichtigste, wir finden heraus, welche der stylischen Schönheiten sich in dieser Schachtel versteckt. Rainbow Dream, Pixie Rose, Amethyst Ray oder Blue Sky. Jede Puppe hat eine Höhe von 35,5 cm. Fangen wir an. Der magische Pfeil zeigt uns, wo wir anfangen sollen. Und aufmachen. Upsi. Versuchen wir es nochmal. Also gut. Nicht der beste Start, aber wir schaffen das. Wow, hier stecken über 20 Überraschungen drin. Und hier ist die erste. In einem glitzernden lila Beutel. Ich habe einen Hinweis gefunden. Hier sind Socken drin versteckt. Schaut mal, der Beutel passt zu unserer Tischdeko. Also dann. Wow, schneeweiße lange Socken mit zarten blauen und pinken Streifen. Ganz schön sportlich. Was wird die nächste Überraschung sein? Na los, finden wir es heraus. Das muss wohl eine Flasche sein. Cool. Ich wette, sie ist fürs Schleim machen. Meine Lieblingsbeschäftigung. Ui, so eine lustige Flasche. Hier steht Sparkle Free. Fold. Unser Motto des Tages lautet, immer weiter drehen. Hopp. Wir haben eine Jacke gefunden. Mal sehen, wie diese kleine Jacke aussieht. Na komm schon. So. Tada! Es ist eine ganz durchsichtige Jacke. Wenn man sie anhat, wird man nie nass im Regen. Hier werden wir die Schleime reinstecken. Cool. Unsere vierte Überraschung, Leute. Die Zeit vergeht so schnell, weil wir so viel Spaß haben. Hier werden wir Schuhe finden. Oh, wer schaut denn da hervor? Es ist unsere süße Pixie Rose. Hallo! Den Bildern zufolge müssen da Rollschuhe drin stecken. Boah, Leute, schaut euch nur dieses zarte Pink an. Die Rollen drehen sich so schnell. Damit kann man überall hindüsen. Die Rollschuhe sind mit diesen weißen Schnüren zugebunden. Wow, die haben sogar super hohe Absätze. Ach übrigens, da werden wir unseren Schleim hineinstecken. Brumm! Das ist das beste Hasenkostüm, das ich jemals hatte. Das ist aber nicht... Na gut, soll er seinen Spaß haben. Wow, wir haben schon so viele Überraschungen aufgemacht. Zeit, die Handtasche zu begutachten. Komm schon, Freundchen. Ich habe so das Gefühl, dass sie ebenfalls pink ist. Bingo, sie ist pink. Falter. Stinky Strawberry. Interessant. Drehen wir unsere Schachtel im Kreis. Juhu! Was haben wir denn da? Schleime! Oder besser gesagt, Zauberpulver, um Schleim zu machen. Rainbow Surprise. Wir haben vier Beutel. Juhu! Unsere Schachtel ist zur Hälfte ausgepackt. Bald werden wir unsere pinke Schönheit kennenlernen. Hier ist ein Bild von einer anderen Puppe. Was glaubt ihr, welche wir zum Schluss finden werden? Zeit für weitere Überraschungen. Wow, das sind Rainbow Sparkles. Damit machen wir unsere Schleime noch magischer. Wir haben jetzt ganze 6 Beutel. Was für ein Glück. Tada! Leute, es ist Zeit herauszufinden, was sich im letzten Beutel versteckt. Es ist ein Kamm. Etwas Unersetzbares für jedes Mädchen. Mal sehen, wie es aussieht. Die langen Haare unserer Puppe werden immer perfekt aussehen durch dieses kleine Hilfsmittel. Er ist so pink und stylisch. Wirklich schön. Es gibt kein Klopapier mehr. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Also gut, Leute. Seid ihr bereit, einen Blick hineinzuwerfen? Da-da-da-da-da-da! Boah, sie ist so groß. Ihr wunderschönes pinkes Sommerkleid erinnert mich an die Schuppen einer Meerjungfrau. Und ich kann mich nicht von ihren großen, kosmischen Augen losreißen. Pinker Lidschatten und die Sterne auf ihrer Wange verleihen ihrem Blick mehr Ausdrucksstärke. Aber das Hauptmerkmal unserer Puppe sind ihre tollen, langen Haare. Schaut euch diese wunderschönen Highlights an und den schicken, asymmetrischen Schnitt. Wir können ihre Haare mit diesem Kamm bürsten. Dann sieht sie immer umwerfend aus. Was haben wir denn noch in diesem Set? Hier ist ein pinker Messbecher. Und ein legendärer Einhornlöffel. Er ist silber.
Die letzte Überraschung ist ein Rainbow Highlighter. Okay, ich will ihn gleich ausprobieren. Ich liebe es, Make-up und Sets zu finden. Ui, geben wir etwas Highlighter auf den Handrücken. Zauberhaft. Das ist Make-up für besondere Anlässe. Wow. Tja, wenigstens sind ihre Füße warm. Warte, Sammy. Wir machen ihr ein super cooles Schleimkostüm. Oh, wie lächerlich. Ich bin immer so angezogen. Wir brauchen 2 Tassen mit jeweils 15 Millilitern. So, geben wir jetzt ein bisschen Magie hinein. Juhu! Und verschließen den Behälter ganz fest. Jetzt schütteln wir für eine Minute. Danach lassen wir ihn für 10 bis 15 Minuten ruhen. In der Zwischenzeit können wir noch mehr Schleim machen mit den Bechern von den vorherigen Unboxing-Videos. Und wir schütteln sie ordentlich durch. Shake, 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 shake. 15 Minuten sind vergangen. Sehen wir mal nach unseren Schleimen. Juhu, wow, so eine leckere Kirschfarbe. Hier haben wir Bärengelee. Hopp. Der hier ist traumfarben. Und der letzte, Erdbeere. Es ist Zeit, Schimmer und Glitzer hinzuzugeben. Jetzt kommt der beste Teil. Machen wir Mode. Mode ist meine Leidenschaft. Meine auch. Wir machen einen Farbverlauf aus 3 Schleimen. Wir stecken den Schleim durch die Spezialöffnung hinein und verteilen ihn vorsichtig im Kleidungsstück. Seid geduldig und lasst euch Zeit. Verschönern wir jetzt auch die Jacke. Genau so. Irgendwie ist es sogar beruhigend. Der letzte Schritt ist die Rollschuhverwandlung. Und wir sind fertig. My heart will go on and on. Das Porträt ist fertig, meine liebe Rose. Und das schicke Schleimoutfit ist ebenfalls fertig. Ziehen wir unsere Puppe an. Mach dich bereit, noch bezaubernder zu werden. Das Kleid lässt sich hinten mit Klettverschluss zumachen. Kinderleicht. Ein weiteres wichtiges Detail sind die Rollschuhe. 1 und 2. Komm schon. Na bitte. Sagt Hallo zur zauberhaften Pixie Rose in ihrem schicken Schleimkostüm. Leute, hättet ihr gerne pinke Haare? Schreibt uns einen Kommentar. Und gebt uns einen Daumen hoch, damit wir nächstes Mal Rainbow Dream auspacken. Macht's gut. Macht's gut.